Leute, was geht ab, Leute? Hau hier. Pokémon Go ist nicht tot. Jeder sagt, Pokémon Go ist tot. Yo, wer spielt das noch? Dies, das. Eine Menge Leute spielen das noch anscheinend. Denn August 2019 war der erfolgreichste Monat seit August 2016. Was hatten wir 2019? Wir hatten eine Menge 2019. Also August 2019. Ich habe hier so eine Infografik, so eine Tabelle. Link ist unten in der Beschreibung, könnt ihr gerne abchecken. Was hatten wir alles August 2019? Rayquaza. Eines der beliebtesten Legendären. Alter, was ich alles so gesehen habe. Die Leute haben 200, 300, 400, 500, bis zu 1000 Raids gemacht. Ungelogen. Und das auch so ein Otto-Normalspieler, also nicht nur die Hardcore-Spieler, die sonst immer viel raiden, sondern echt jeder 0815 hat einfach so 200, 300 Raids gemacht. Also kein Wunder, dass er endlich so viel Geld gemacht hat. Rayquaza, Shining Rayquaza endlich gekommen. Sehr, sehr beliebt. Dann hatten wir den Staubbonus. Jeder hat eine Menge gebrütet, weil jeder braucht Staub. Da ging es auch richtig ab. Wasserfestival, ja, war ganz okay. Weiß nicht, ob man jetzt dafür so viel reingecasht hat. Jirachi Quest, Geschenk-Event, da haben auch eine Menge Leute gebrütet für Shiny Mobile. Suicune Raid Day, da haben bestimmt auch ein paar Leute ein paar Pässe ausgegeben. Alles in allem, ja, Shiny Rayquaza hat Cash gebracht ohne Ende. Und jetzt kommt's, das war noch nicht mal das Allerkrasseste, weil September, viele Leute hypen September. Also hauptsächlich YouTuber, die Klicks machen wollen. Hauptsächlich die halten September als der krasseste Monat in der Geschichte von Pokémon Go. Wir können mal einen Blick hier rüber werfen. Es sind die drei Ultra Boni im September. Woche 1, die momentan läuft. Woche 2 und Woche 3. Brüten. Es wird sehr, sehr groß geschrieben. Also Niantic will eine Menge Geld mit Brüten in diesem Monat machen. Erste Woche natürlich die Incognito-Buchstaben. U, L, T, R und A. Ultra. Das L brauche ich noch. Mal schauen, ob ich das bekomme. Dann Woche 2 und 3, Shiny Regionale. Wer will die nicht haben? Wer will die nicht brüten? An sich überhaupt ein Regionales zu brüten, das wollen schon viele. Und dann auch noch Shiny. Ich kenne so viele, die werden so krass abgehen beim Brüten. Dann natürlich Shiny Mewtwo. Alter, das wird so abgehen. Da werden so viele Pässe fließen. Das wissen wir alle schon. Das wird abnormal. Okay, die Oxys und die Raubkatzen jetzt, die Raids, die kann man eigentlich auslassen. Also nicht auslassen, aber nicht beachten, sag ich mal. Da wird natürlich auch ein bisschen geradet, vor allem die Rage-Stunden. Für alle drei wurden auch nochmal Rage-Stunden bekannt gegeben. Check das Video von davor ab. Das heißt, da wird auch nochmal richtig reingecashed. Und die Rage-Stunden an sich gehen halt eigentlich immer gut ab. Obwohl es da keine freien Pässe gibt, jeder muss seinen eigenen Pass bezahlen. Die sind immer gut besucht. In der einen Stunde raiden die Leute wie verrückt. Also da macht der Niantic auch eine Menge Cash, würde ich sagen. Und dann natürlich September, Gen 5 kommt auch noch. Also es geht momentan richtig gut ab in Pokémon Go. Also Pokémon Go ist weit, weit weg vom Todsein. Ihr seht, es ist immer was los, wenn nicht sogar zwei Sachen gleichzeitig. Also Pokémon Go, die hauen die Events raus, Team Rocket kam gerade erst raus. Es kommen Sachen rausgeballert, es wird nur noch geballert. Niantic ist nur noch am Ballern. Für den einen oder anderen ist es vielleicht zu viel. Für mich nicht, man, je mehr, desto besser, desto geiler. Gib mir noch mehr, Niantic. Also, ich kann mich nicht beschweren und ich hoffe ihr auch nicht, weil in letzter Zeit kam halt echt eine Menge Zeugs. Ihr könnt hier mal einen Blick reinwerfen. Also, es war immer was los, immer was zu tun. Man muss nicht immer alles mitnehmen, aber auf jeden Fall geile Zeiten. Und auch ich denke, es wird halt noch geiler. September wird geil, auf jeden Fall. Wird es der geilste Monat oder die geilste Zeit überhaupt in Pokémon Go? Wir werden sehen. Ich denke, Shiny Mewtwo wird so krass abgehen, das wird nicht mehr normal. Und dann werden wir ja sehen, wie Niantic das hier abschließen wird. Aber wenn es so weitergeht, kann es so geil werden. Und wenn es so weitergeht mit den Zahlen, dann wird Niantic noch eine Menge Cash machen und noch eine lange Zeit uns dieses Spiel liefern können. Der Link ist übrigens natürlich unten in der Beschreibung, könnt ihr gerne selber nochmal abchecken. August 2019 oder August 2019 was Pokémon Go's best month since 2016. Und ich habe gesagt, August 2016 war der beste Monat, das stimmt natürlich nicht. September 2016 war Pokémon Go's bester Monat. Da werden noch mal ein paar Zahlen durchgegangen, könnt ihr gerne abchecken. Da wird es hier zum Beispiel verglichen mit Clash of Clans, was 3,15 Millionen Dollar eingebracht hat, was krass ist. Und Pokémon Go bisher 2,65 Millionen und dann Clash Royale 2,3. Also, entweder heißt es, Pokémon Go ist so ein geiles Spiel, dass es halt so viel Cash macht, oder wir sind so süchtig, dass wir so viel für diesen Müll ausgeben. Egal was die Antwort ist, ich habe auf jeden Fall meinen Spaß. Und ich muss demnächst auch wieder aufladen. Denn nächste Woche heißt es Brüten, Brüten, Brüten. Da bin ich auf jeden Fall am Start. Und dann natürlich die Raid-Pässe für Shiny Mewtwo. Wobei ich muss auch schon für Deoxys welche ausgeben. Also
auf jeden Fall ein, zwei Mal diesen Monat cash rein. Ich habe noch nie zweimal im Monat reingecashed. Normalerweise cache ich einmal alle drei Monate ungefähr. Ganz übertrieben, zwei Monate, aber diesen Monat cache ich, glaube ich, zweimal im Monat rein. Was halt heftig ist. Und ich habe noch Cash über. Also ich habe noch Goldmünzen. So 4.000, 5.000. Ich glaube echt, ich cache diesen Monat zweimal rein. Erstens für Deoxys und Mewtwo, die Raids, die Raid-Pässe. Und dann zweitens für Brutmaschinen. Für diese dummen, shiny Regionalen. Aber egal. Gönnt euch Niantic auf meinen Nacken. Das war's von mir, Leute. Pokémon Go ist nicht tot. Pokémon Go läuft noch und das ist sehr, sehr gut. Ich hoffe, ihr habt noch euren Spaß. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß, meinen Kanal anzuschauen. Ich bedanke mich für euren Support. Vor allem in letzter Zeit ist das Support richtig krass von euch. Ich kann nur sagen, danke. Vielen Dank für den Support. Freut mich echt, eure Unterstützung zu sehen und zu spüren. Wir haben unseren Spaß. Wir werden nicht weggehen. Pokémon Go wird nicht weggehen. Wir werden noch eine Weile hier sein. Aber ja, das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Ihr habt's gesehen. Richtig serious business.